Herzlich willkommen bei Königswelten. Wir sind der Dirk und die Alex. Und da wir jetzt gerade in Köln Session haben, heute mal die Kapp an. Aber ich frage mich, wo bleibt denn die Alex jetzt? Dirk, ja? Du musst nach Hause. Wieso müssen wir nach Hause? Du hast ja auch eine Mütze auf. Ja, ja. Karneval feiern. Die Jacke Zeit hat angefangen, der Endspurt. Ich glaube, ich stehe im Wald. Aber egal, ich würde sagen, wir bleiben heute hier. Das Sönnchen scheint, wir wollten eigentlich in den Schnee, sind wir auch hingefahren, es sind aber nur noch Reste da. Und wo wir sind, das zeigen wir euch nämlich jetzt, und zwar im wundervollen Neu-Astenberg, 6 Kilometer von Winterberg entfernt, auf diesem herrlichen Stellplatz. Der ist wunderschön angelegt und den zeigen wir euch jetzt. Also, kommt mit. Ja, bin ich im Schnee, aber ich stehe nur auf dem Rest, der übrig ist. Ich hab übrigens jetzt, ich will mal was sagen, da war das Loch, weil das ist zusammengebrochen. Genau. Und hier habe ich jetzt Schnee in den Stiefel, ist nass. Der Mann ist ungeschickt, würde ich sagen. Ja, ich stehe jetzt hier quasi auf so einem Mini-Schneeberghäuflein, was noch übrig geblieben ist. Aber was ich total sensationell finde, guckt euch mal den Blick über den Platz an. Der ist so ein bisschen terrassenförmig angelegt. Und man hat eine sehr schöne Sicht und den ganzen Tag, so wie jetzt, wenn die Sonne scheint, Sonnenschein. Das macht den Platz aus. Dann aber gibt es noch eine andere Besonderheit. Wenn du vielleicht einmal darüber filmst, da steht ein Wohnwagen. Denn hier auf diesem Platz sind tatsächlich auch Wohnwagen erlaubt. Was ich total schön finde, weil so stehen alle Camper, egal wie man campiert, zusammen. Und auf der anderen Seite hat man auch noch den Vorteil, man kann sogar mit dem Zelt campen. Also, wer das gerne macht und möchte, ist hier auch mit seinem Zelt herzlich willkommen. Und jetzt kommt noch ein Vorteil, ihr könnt den Platz sogar vorbuchen. Das gibt es nämlich nicht überall. Und deswegen ist das für uns wiederum interessant, wenn wir nicht gerade frei haben und erst samstags beziehungsweise freitags nach der Arbeit irgendwann zwischen 16 und 18 Uhr losfahren können. Ja, wir haben es genutzt, wir haben gebucht und haben auch dementsprechend dann einen Platz bekommen. Obwohl man sagen muss, dass jetzt natürlich dadurch, dass nicht so viel Schnee ist, dementsprechend hier noch Plätze frei sind, wie ihr jetzt sehen könnt. Und was wir eben bei der Taxifahrt erfahren haben, ist, dass letztes Wochenende, wo hier so Riesenschneemengen ja in ganz Nordrhein-Westfalen war, dass hier was so voll war, dass du überhaupt nicht mehr vorwärts gekommen bist. So voll hat selbst der Einheimische das hier noch nie erlebt. So, aber jetzt weiter mit der Stellplatzvorstellung. Also, ich gehe jetzt mal in den Fitness- und Freizeitraum, wo Fitnessgeräte, Tischtennisplatte und so stehen sollen. Allerdings steht da, glaube ich, im Moment nichts. Oh doch, ich glaube, der ist das letzte Mal als Partyraum hier wohl genutzt worden. So unsere Vermutung, wir wissen es nicht, weil das sieht momentan sehr unbenutzt aus. Aber trotzdem finde ich es super schön, dass so eine Möglichkeit besteht. Und weißt du, was mir gerade hierzu einfällt? Ich meine, man kann es jetzt ja auch übertreiben, weiß ich, ne? Weil wir sind ja wirklich nur so ein kleiner Mini-Kanal und machen das aus Spaß an der Freude. Aber es gibt ja Wohnmobilgruppen und andere Kanäle, die ja auch ganz gerne mal so ein Event veranstalten, sodass sich Camper treffen, also so ein Camper-Treffen, ein Austausch. Da wäre der Raum ja auch super geeignet für. Da müsste man einfach hier mal anfragen. Finde ich super. Passen nur keine 50 Leute rein, ne? Halt eher klein. Klein, aber klein und fein ist ja auch schön. So, zu meiner Rechten ist eine Ferienhütte. Die kann man mieten. Also wir dürfen da jetzt nur nicht näher rangehen, weil da ist ja äußerste Diskretion geboten. Ist doch richtig so. Was? Wenn ich da jetzt Feriendingsbums machen wollte. Ja, na, wenn man da so richtig nackig rumläuft, ne, dann da guckt da einer rein, ist ja blöd. Ja, ich sag da jetzt nichts zu, aber ja. So, jetzt, warte mal, du läufst gerade schon vorbei. Ja, ich schwenk nochmal rüber. Ich wollte gerade sagen, hier sind die Duschen und WCs. Ja, da kannst du ja jetzt mal reingehen. Ich bleib da mal hier draußen. Ah, guck mal, hier gibt es auch noch einen schönen Lageplan.
wo wir eigentlich sind und wo was in der Nähe liegt. Wunderbar. So, dann würde ich mal sagen, dann gehen wir mal rein. Ah, hier hat man auch noch mal Informationen. Wunderbar. Hier haben wir dann einmal links die Damen. Die Herren. Und hier haben wir noch ein Waschbecken zum Spülen. Eine Waschmaschine und sogar ein Trockner. So, dann gehen wir mal hier rein. Hier haben wir für die Herren das Urinal, dann die Toiletten, alles schön sauber. Ah ja, und hier die Duschen. Waschbecken, hier auch über Münzeinwurf, dann haben wir hier auf der linken Seite zwei Duschen, alles schön sauber. So, und dann gehen wir wieder raus zu Alex. Jetzt gehen wir mal zum Restaurant. Ach so, vorher müssen wir was zeigen. Wir haben das dreckigste Dach ever von den ganzen Wohnungen. Ich glaube, das sieht man jetzt nicht so, weil die Sonne gerade so drauf scheint, aber das ist mehr. Weil. Oh, weil ja, das muss aber jetzt sauber gemacht werden. Dringend, weil ja. Grün unser ist grün. Ja immer unter den Bäumen steht. Ja, ein Nachteil. Hm. Ja, hier haben wir dann ein schönes Restaurant. Das ist dieses kleine Camper-Restaurant, wo wir gestern Abend essen waren. Wo wir vielleicht heute Abend noch mal essen gehen. Genau. So, hier, wenn man auf der oberen Terrasse steht. Schöne Aussicht hast du, ne? Hat man natürlich noch mal eine etwas andere Aussicht. Eine etwas schönere Aussicht. Hallo. Werden wir gleich auch. Wunderschön, ne? Und? Was sagst du? Mir gefällt der Stellplatz hier sehr, sehr gut, weil man hat hier, also ich finde es schön, ausreichend Platz, ich finde es super. Guck mal, da oben hast du auch noch so kleine Häuschen und so ein Fass. Ja, die haben Ferienwohnungen genau. Hier. Genau, super. Was auch ganz toll ist mit den Stromsäulen, die sind abends beleuchtet, als wir gestern nachts ankamen. Also genau, du hast hier kann man hier, sieht man hier, die sind überall same. Hier kostet die Kilowattstunde 80 Cent und hier unten über die Tasten zu bedienen. Oh, Alex ist wieder am Kraxeln. Und dann hast du hier Wohnfässer, ne? Würde ich sagen. Und nee, Quatsch, das sind Sauna. Ich würde sagen Sauna, ne? So ein Tauchbecken hier. Da kommst du rein, wenn du nicht lieb bist. Eben sagte zu mir in der Ferienhaus, darfst du nicht reingucken wegen. Sonst würdest so, du was sehen. Oh, jetzt schon mal vor, da sitzt einer nackig drin. Ach so. Ach, hier kannst du auch noch mal, ist eine Dusche. Ja, war toll gemacht. Kannst du hier sogar noch ein bisschen Wellness machen. Cool. Gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt mal zum Eingang. Guck mal, hier hat einer seine Ski an der Wand genagelt. Schöne Deko. Ja, hier befindet ihr euch quasi auf der Neuastenberger Straße gegenüber der Postwiese, wo es zum Skigebiet geht. Und da ist auch gleichzeitig die Einfahrt zum Wohnmobilpark Winterberg. Wenn man jetzt hier reinfährt, sieht man auf der rechten Seite schon die Müllentsorgung. Und hier wird tatsächlich auf Mülltrennung geachtet. Finde ich auch gut. Und alles ist sauber. Dann fahrt ihr vor bis zur Schranke. Und hier seht ihr auch schon im Boden diese Ablassrinne. Und da könnt ihr tatsächlich euer Grauwasser entsorgen. Es ist vorne noch mal ein Hinweisschild angebracht. Bitte keine Fäkalien. Da gehen wir jetzt hin. So. Und hier auf der Seite könnt ihr schon sehen, da könnt ihr das Klöschen entsorgen. Und natürlich auch Wasser auffüllen. Also wir haben gestern 1 Euro reingeschmissen für 100 Liter Wasser aufzufüllen. Ich schmeiß das Geld da rein, wie normal.
Dann drückt ihr diesen Knopf und dann heißt es Wasser go. Wasser go. So, und jetzt schließt sich der Kreis. Weißt du, warum? Nein. Ich hatte eben gesagt, da sind, also sie sehen aus wie Sauen. Hier kommt der Beweis. Ich drehe mal kurz die Kamera. Ach. Zu den Fasssaunen. Ja, genau. Da siehst du mal. Also der Platz hat schon viel zu bieten und wir fühlen uns sehr wohl. Ja, hier befinden wir uns auch im Rezeptionsbereich und nachdem mein Mann fast gerade die Schranke auf den Kopf gefallen ist, heißt, ich wäre nach Hause gekommen, hätte sagen können, er hat einen Dachschaden. Ich komme dir gleich darüber mit deinem Dachschaden, weißt du. Und da wird man auch immer sehr freundlich empfangen in der Rezeption und alles bestens. Gibt es Öffnungszeiten? Gibt es, ja, habe ich aber nicht im Kopf, da müsste ich jetzt lügen. Ja, und ich weiß, was wir heute Abend machen. Hm. Gehen wir Pizza essen, ne? Ja. Heute Abend heißt Pimpio Pizza. Jo, da sind wir dabei. So, da ist auch eine Telefonnummer an der Rezeption angegeben, wo man sich melden kann, wenn dann keiner vor Ort ist. Und hier ist sogar eine Stellenausschreibung. Freundliches Paar zur Unterstützung gesucht. Also, wer Lust hat... Lass ich dich hier und... würde ich sagen, und fahre allein nach Hause, da habe ich ein bisschen mehr Platz im Wohnmobil. So, das war unsere Stellplatzvorführung und die war diesmal anders. Wir haben nämlich nicht mit der Rezeption angefangen, ist euch bestimmt aufgefallen, sondern im hintersten Action, im Action. Und ja, damit ist die Vorführung jetzt zu Ende.